Maurice Fox und meine Tochter Riesenfisch. Freut mich sehr. Ich bin... Scheiße, Gott! Diese Leichtmatrosen haben keine Chance gegen Selbstversorger und Skal-Mitarbeiter. Auf jeden Fall. So, wie versprochen, habe ich mich ein wenig ausgeruht. Anschließend hat mir Maria noch eine kleine Führung durch die Höhle spendiert und mir sogar noch einige Ausrüstungsgegenstände verkauft, sodass wir ausrüstungstechnisch wieder auf dem neuesten Stand sind. Und ich habe sogar mein heißgeliebtes G36C Scout wieder. Alles sehr schön, aber wir müssen jetzt erstmal mit Mats Schulz reden, denn wir brauchen unbedingt ein Boot, um von der Insel zu kommen, um Verstärkung anzufordern. Da ist er. Wie geht's Ihrem Freund? Er hält durch. Dank Ihrer Hilfe. Kennen Sie einen Lieutenant Colonel Walker? Ist das nicht der, der mit diesen Wolves arbeitet? War Mascaltex Militärberater. Und früher im Einsatz. Kennen Sie ihn? Ja. Wir kennen uns. Sie sehen sehr entschlossen aus. Sie haben wohl große Pläne. Wissen Sie, wie ich von dieser Insel komme? Klar. Und uns einfache Leute sich selbst überlassen. Auckland ist 2000 Kilometer weit weg. Verdammt langer Weg, wenn man mit eingekniffenem Schwanz rennen muss. Ich lauf nicht davon, Mats. Die USS Wasp liegt nur ein paar Kilometer vor der Küste. Wenn ich sie erreiche, kann ich mit Hilfe zurückkommen. Die Wasp, Keine Ahnung, ob's mir gefällt, wenn diese Leichtmatrosen auf der Insel rumrennen. Es sind doch ein paar Ledernacken an Bord. Na, wenn das so ist. Gut. Ich will ehrlich sein. Wir haben keine Chance gegen ehemalige Spec-Ops. Deshalb wollen ein paar Freunde, Selbstversorger und Skal-Mitarbeiter, die Inseln auf Booten verlassen. Garantieren Sie ihnen Schutz auf der Wasp? Auf jeden Fall. Okay. Ich sag Ihnen, wo die Boote sind. Sehr schön. Boote sind also in der Mache. Noch ein kleiner Hinweis an dich, lieben Zuschauer. Und zwar nehme ich diese Videos, beziehungsweise lade ich diese Videos in 1440p hoch, nicht nur 1080. Also wenn das Bild ab und zu mal ein bisschen verpixelt, stell einfach die Auflösung von 1080 auf 1440 hoch. Dann müsste die Verpixelung vor allem in grünen Gebieten etwas weniger werden und vielleicht sogar ganz verschwinden. So, jetzt müssen wir erstmal hier die Höhle verlassen. Tschakka. So, der geführte Modus ist jetzt deaktiviert. Das heißt,
Unsere Einsatzziele werden uns nicht mehr auf dem HUD markiert, insofern wir sie nicht selbst schon gefunden haben. Wo ist denn unser Einsatzziel, unser Einsatzgebiet? Freeport. Freeport ist im nordöstlichen Teil der Region Smuggler Coves, an der Küste nordöstlich des Old Distillery Lake. Dann schauen wir doch mal. Smuggler Coves ist hier, nordöstlich ist dort. Ist sogar schon aufgedeckt, weil ich die Mission eben schon mal machen musste, wegen einem Fehler. Okay, gut. So, das ist von unserer Position aus ziemlich genau nördlich. Wie sieht es denn im Straßenverlauf aus? Ich möchte gerne mit Landfahrzeugen dorthin. Ja, wir kriegen das schon hin, wir kriegen das schon hin. Schauen wir unterwegs. Auto oder Motorrad? Ene, mene, mu und aus bist du. Dann nehmen wir ein Motorrad, wenn das Auto aus ist. Auf geht's. Auf nach Freeport. Meep, meep. Wenn dir das Video gefällt, lass mir doch bitte ein Like, einen netten Kommentar und vielleicht sogar ein Abo da. Vielen Dank. Müssten jetzt fast da sein. War eine lange Reise. Es war eine lange Reise. Aber ganz und gar nicht beschwerlich. Da sind wir. Jawohl, ja. So, wo können wir denn hier parken? Ich parke hier vorm Haus. So, zack. Wunderbar. Eine Kiste. Erstmal hier die Leute bestehlen. Oder auch nicht. Ich bin mit unserer Bewaffnung sehr zufrieden. Dad? Tun Sie uns nichts. Bitte. Keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Mats schickt mich. Sie sind Selbstversorger? Naja, ich arbeite für Skelltech. Mats ist ein Freund. Als Sentinel anfing, Leute zu verhaften, hat er uns geholfen. Warum schickt er sie? Mein Helikopter kam von einem Marineschiff, das ein paar Kilometer vor der Küste liegt. Ich kann die Boote zu diesem Schiff bringen und mit Verstärkung zurückkommen. Wow, klingt auf jeden Fall besser als mit dem Boot bis nach Auckland zu fahren. Was ist mit dem Heli? Das muss ich noch rausfinden. Haben Sie ihn verloren? Ja, Maurice Fox und meine Tochter Harmony. Freut mich sehr. Ich bin Nomad. Wissen Sie, da war noch ein Soldat. Er sagte, sein Name wäre Hill. Josiah Hill? Ist er hier? Nein, er half uns, den Männern von Sentinel zu entgehen, aber er wurde verletzt. Nicht sehr schwer. Wir ließen ihn bei diesem Fischereigebäude-Dings da. Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Ich hole ihn ab, wenn ich zurückkomme.
Scheiße. Scheiße. Mehr von denen. Alle in Deckung! Wo? Da hinten irgendwo. Seht die nicht. Da. Wow. War's das? Gut. Oh, Mann, diese ganzen Leute. Verdammt. Was zum Teufel war das? Einen Moment. Mein Gott! Diese Leute! Das muss ein neues Sicherheitsprogramm sein. Was für eine Riesenscheiße! Ich schätze, nichts kann diese Insel betreten oder verlassen, solange es aktiv ist. Das muss auch den Heli abgeschossen haben. Ich will nach Hause. Ich auch, meine Kleine. Hören Sie. Helfen Sie diesen Leuten und bringen Sie sie hier weg. Was? Niemand wird Sie retten. Es ist kein Krankenwagen unterwegs. Sie müssen fliehen. Sie müssen nach Erewhon. Okay, ja, ja. Kommen Sie mit uns? Ich suche meinen Freund Hill. Das Fischereigebäude war ein Rückzugspunkt. Vielleicht sind dort noch mehr Soldaten. Viel Glück. Mann, das läuft ja hier wie geschmiert. Operation Greenstone ist echt absolut fuba. Absolut im Arsch, die ganze Mission. So eine Scheiße. Aber gut, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, bin ich sogar auf dem Weg hierher an dem Fischereigebäude, an unserem Rückzugspunkt, vorbeigekommen. Also werde ich dorthin reisen, wieder dorthin fahren und dann sehen wir uns dort wieder. Bis dann, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.